Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. So, wir haben zwei Quests vorhin geschafft, also geschafft zumindest einen Teil einer Quest und eine Quest überhaupt. Wir haben Douglas gefunden und ein hartes Spinnenbein gefunden, dadurch, dass wir so ein Viechlein besiegt haben. Ist ja schon nicht schlecht, ne? Jetzt sind wir hier scheinbar wieder bei dem Fluss hier, also bei der Wasserquelle gelandet. Muss aber wieder zurück, eigentlich zu den Piraten. Hey, was streichst du hier durchs Unterholz? Die Eingeborenen sind pissig, also pinkel ihnen bloß nicht in ihr Abwaschbecken. Solange die uns kein Wasser geben, siehst du besser zu, dass du Land gewinnst. Jawohl, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, schlafen können wir auch mal. Stimmt, es ist schon wieder finster so viel. Bis zum nächsten Morgen. Genau. Ja, wir werden zurück zu den Piraten gehen. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Danke. Wir werden zurück zu den Piraten gehen und, ja, schauen, ob wir jetzt dieses Zeichen der Freundschaft hinkriegen. Ja, wir haben ja das mit Douglas jetzt auch geklärt. Du kannst mir, glaube ich, nicht helfen, ne? Du, glaube ich, auch nicht. Du bist Red, ne? Du bist jetzt immer so pissig, genau. Ja, der ist so pissig. Douglas gefunden. Ja, stimmt. Ich habe Douglas gefunden. Und? Wo ist er? Er gammelt am Strand östlich von hier herum. Was? Der soll seinen Arsch hierher bewegen! Du verstehst mich nicht. Er ist tot. Verflucht noch eins. Hast du einen Beweis gefunden, dass das einer von Boos Meuter war? Nein, im Gegenteil. Sieht so aus, als ob ihn ein paar Spinnen auf dem Speiseplan hatten. Mist. Dann habe ich den Saufnasen da drüben Unrecht getan. Falls du es noch nicht getan hast, unterrichte auch Boos davon. Ich habe keine Lust, auf seiner Abschussliste zu stehen. Okay. Erzähl was über die Piraten. Erzähl mir was über die Piraten. Ei. Was weißt du über Red? Was weißt du über Red? Über den? Ja. Naja, eigentlich nichts. Aha. Außer, dass er ein mieser Pirat ist. Und aus der Tasche leiern kannst dem auch nichts. Ist mit uns von Takarigua aus in See gestochen. Ich würde ihn nicht weiter beachten. Ist eine kleine Ratte unter vielen. Sehr nett. Ich glaube, das ist mal gut so fürs Erste. Dir kann ich nichts geben derweil, ne? Nein. Dann würde ich sagen, sagen wir den anderen Bescheid. Da haben wir noch eine Muschel, sehe ich gerade. Achso, na, das ist gar keine. Das schaut immer so aus wie eine Muschel, ne? Voll fies, ey. Hallo. Na, Buddy? Da ist nix. Slim. Hätte nie versuchen sollen, dich übers Ohr zu hauen. Danke. Okay, bitte. Boos, Buddy hat ein paar Probleme. Nein, ich habe Douglas' Leiche entdeckt. Ich habe Douglas' Leiche entdeckt. Ha, wusste ich es doch. Und Harry hat ihn umgebracht, stimmt's? Es sah eher so aus, als hätten sich ein paar Spinnen über ihn hergemacht. Spinnen? Ja, klar. Als nächstes willst du mir noch erzählen, der Gürger hätte ihn geholt. Ich sag dir, wenn du vorhast, mit Harry gemeinsame Sache zu machen, verzieh dich. Ich lass mich nicht verscheißern. Das ist nicht nett, Boos. Das ist gar nicht nett. Wie geht's dir, Hawkins? Silberzunge immer noch. Wie schaut's mit Silberzunge aus? Charakter? Wohin gehört die Silberzunge? Ach, hierhin. Ah, da bräuchte ich nicht viel, nur noch eins. Schau, und geht schon. Ich habe dafür überhaupt keine Erfahrung mehr. Also kein Ruhm. Wurscht. Ja, egal. Hallo. Da kriegen wir jetzt eine Belohnung vielleicht. Der klare Schädel ist dir doch sicher etwas wert. Oha. Da hat der alte Hawkins glatt vergessen, dich zu entlohnen. Gut erkannt. Ja, ich brauche das lumpige Gold eh nicht. Also nimm es, bevor ich es mir anders überlege. 150. Naja, besser als nichts. Dankeschön. Und bei dir... Was ist das?
War wohl doch nichts. Hä? Okay, der hat einen Dachschaden. Okay. Da mir hier jetzt noch keiner helfen möchte, bleiben jetzt eigentlich nur noch die beiden. Hallo, Queen. Kannst du es beibringen? Taschendiebstahl? Nein. Und wie schaut's bei dir aus? Du bist gelehrt eigentlich. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Schon mal so eine Blume gesehen? Schon mal so eine Blume gesehen? Zappalot! Eine Centauria cyanus. Ein derart anmutendes Exemplar habe ich selten gesehen. Da ist wohl ein Vermerk in meinen Notizen fällig. Normalerweise würde ich euch bitten, mir das gute Stück zu überlassen. Doch leider reicht meine Zeit nicht, eine weitere Pflanzengattung zu analysieren. Nun ja, ein anderes Mal. Hab dennoch vielen Dank. Wo hab ich die her? Beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Wo hab ich die ob her? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Silberzunge, Crema. Aha, sie gewähren mir einen Rabatt. Okay, Tränke, Alchemie, Ritualmeister. Lass mal dabei. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich die Blume her habe. Aber das scheint in Ordnung zu sein. Wo habe ich die blaue Blume her? Komplett übersehen. Ups. Egal. Ich bin jetzt total ein bisschen verwirrt. Muss ich vielleicht mit denen Handel treiben, damit ich dazu was komme? Verkaufen. Was kannst du verkaufen? Hat dann hier irgendjemand etwas? Goldschale, goldenes Zepter. Hat dann hier irgend Priestermaske? Besondere Goldschale. Schwerer als sie aussieht. Na danke. Vielleicht habe ich die verkauft, dummerweise, und das wäre vielleicht das Ding gewesen, was die eine Dame gern gehabt hätte. Dann habe ich Scheiße gebaut. Dann habe ich wirklich Mist gebaut. Die anderen beiden schlafen da hinten, oder wie? Weil das wäre jetzt echt übel. Wenn ich das so verhaut hätte. Da fehlen ja noch zwei Typen, oder? Vielleicht sind sie schon ins Wasser gegangen. Das könnte auch sein. Dreck. Das ist nicht gut. Zeichen der Freundschaft. Ein Piratennestrad. Zeichen der Freundschaft. Ich könnte mir echt schon vorstellen, ne? Dass das diese große Schale ist oder war. Ich trinke auf dich. Ich habe meinen Verstand zurück. Gern. Was ist das? Na, ich glaube, da drehe ich mich jetzt nur im Kreis. Ich werde mal kurz speichern. Ich werde mal mit Buß versuchen, über das Wasserproblem zu reden. Buddy hat ein paar Probleme mit der Wasserbeschaffung. Was? Dabei ist er dafür verantwortlich. So dankte es mir, dass ich ihn ständig in Schutz nehme. Aber egal, wenn es soweit ist, streiche ich als erstes seine Wasserration. Seele minus 1. Okay, dann ist es doch so. Ich lad's nochmal. Ich dachte, das bringt mir vielleicht irgendwie weiter, questtechnisch, aber das möchte ich so nicht. Bezüglich diesem Golddingens da, ne, was die Dame gerne hätte. An der Wasserquelle. Da wird mir jetzt wahrscheinlich keiner helfen können, oder was, ne? Hey! Mach, dass du Land. Ja. Blöd ist das jetzt.
Jo, dann vielleicht inzwischen eine andere Quest. Ich vermute schon stark. Was kannst du? Ich vermute schon stark, dass es eben diese besondere Goldschale ist. Ah, das tut halt wirklich weh jetzt, ne? Warte mal ganz kurz, ich werde versuchen. Ich will noch schnell versuchen, ein paar Perlen zu bekommen aus den Muscheln. Wer sagt's denn? Geschafft. Zwei? Ja, zwei Perlen. Ja, und dann werden wir halt das alles hier verkaufen, ne? Schon mal. So. Ich muss es probieren. Ich will es probieren. Ich habe da wahrscheinlich damals einen richtigen dummen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe diese aus Verzweiflung verkauft. Ah ja. Ah, das haue ich jetzt auch mal weg. Den Schmerztöter trinke ich auch nicht. Den kann ich mir sonst eh noch herstellen. Den verkaufe ich jetzt mal. Ich bin jetzt größenwahnsinnig. Lalala, die Perlen zweimal. Jetzt habe ich gedacht, ich habe mich verdrückt. Jadesteine hätten wir auch recht viele. Für Voodoo-Ritualen werden die Augen verwendet. Die Krallen können wir hergeben. Die Felle geben wir her. Da können wir eins hergeben. Den Zucker behalte ich noch. Eine Spitzhacke einmal. Den Krug einmal. Fast wäre soweit. Ja, dann noch ein, brauchen wir noch ein bisschen was. Das alte Wissen will ich auf keinen Fall hergeben. Saphir geben wir halt her. Und dafür möchte ich gerne haben. Ich habe, glaube ich, gespeichert, ne? Wo ist sie denn, die besondere Goldschale? Hier. Handel akzeptieren. Jetzt gehen wir mal schauen. Jetzt müssen wir halt ein Stückchen laufen. Jetzt schauen wir mal, ob das Rätsels Lösung ist, weil ich glaube, dann bin ich selber schuld, dass ich jetzt pleite bin, weil das habe ich dann selber verbockt, kommt mir vor. Aber wir werden wohl hoffentlich bei genügend Taschendiebstahltalenten und mit Hilfe unseres kleinen Freundes, dem Äffchen, wohl wieder bald zu Geld kommen, hoffe ich. So, das war, glaube ich, hier irgendwie lang. Und dann, glaube ich, hier lang. Ja. Ja, da schnauft er wieder mal, unser Freund. So. Ich muss mal kurz was nachschauen. Mir ist gerade was aufgefallen. Habe ich da gerade etwa geschafft? Ach, egal. Hallo Asali. Das Zeichen der Freundschaft. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Da, natürlich. Was hältst du von dieser Goldschale? Was hältst du von dieser Goldschale? Uwamba. Großes Kipawa. Tavulele Gutscho. Du kriegst die Schale und ich dein Vertrauen. Deal? Si. Hier hast du sie. Tavonga. Aber sag, ist es deine Schale gewesen? Ja, ich habe sie ehrlich erworben. Ja? Ja, ich habe sie ehrlich erworben. Gut. Sonst böses Omen. Tivas wären zornig. Asali wird bei Hike von Kila gutes Wort für dich einlegen. Gaia wird von nun an für alle sorgen. Das ist schön. Nehmt so viel Wasser, wie ihr tragen könnt. Ja, sehr Gaia gut. Ist euch wohlgesonnen. Ja, passt. Und sonst? Eines Tages, du wirst sein starker Chaka von Gutschuss. Danke, das ist nett.
Ja, passt. Super. Dann können wir uns gleich porten. Falsch. So. Dann porten wir uns wieder runter und können das mit dem Wasser mal als geregelt betrachten, ne? Schön. Geht ja langsam vorwärts. So, wo ist er denn? Da sitzt er und wartet auf bessere Zeiten. Hallo, Buddy. Das Wasserproblem ist Geschichte. Die Eingeborenen greifen euch nicht mehr an. Das Wasserproblem ist Geschichte. Die Eingeborenen greifen euch nicht mehr an. Beim Klabautermann. Das ist ja ein Ding. Endlich keine Speerspitzen mehr, die auf einen gerichtet sind. Dann wird der Rum bald wieder fließen. Hast du wirklich gut gemacht. Hier, das ist für dich. Das ist reichlich wenig dafür, dass hier niemand verdursten muss. Na schön. Hier, ich lege noch etwas obendrauf. Okay, ich danke dir. Du kannst Nahkampf steigern. Schlichter. Du kannst Geist steigern. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Ja, danke. Ist total eingeschüchtert schon. Hi, Buß. Die Eingeborenen werden das Wasser mit euch teilen. Die Eingeborenen werden das Wasser mit euch teilen. Ha, die und teilen? Nie im Leben, Jungchen. Jeder verfluchte Fisch in deren Tümpel ist ihnen heilig. Warum sollten sie ausgerechnet jetzt mit uns teilen? Aber... Nein, wir werden hier eher elendig verrecken. Das wirst auch du noch erkennen. Der hat einen kompletten Schaden. Kann wahrscheinlich nichts dafür. So, dann hätten wir das jetzt auch schon geklärt. So. Nächste Quest, ne? Geht ja vorwärts, Gott sei Dank. Da kommen jetzt auch die Wasserträger. Hervorragend, hervorragend. So. Buß, vernebelter Geist. Ein Ei wie das andere. Ach ja, stimmt ja, da war ja auch was. Gut, dann machen wir das als nächstes. So, ein Ei dem anderen hier oben. Das ist nicht weit, da können wir gleich zu Fuß rauf. Das passt, das hätte ich aber gleich mitmachen können, ich Depp, ne? Egal. Laufen wir mal ein Stück. Großartig. Ganz, ganz großartig. Ja. Dann hätte man das mit den Eiern auch geschafft. Wo muss ich hin? Da lang? Ich glaube schon. Kämpf endlich! Was? Oh, Spinnen schon wieder. Hallo? Zieh deine... Nein, Waffe zieht. Danke. Au. Buß, du darfst auch kämpfen. Aha, dann hätten wir wieder einen Gorilla. Wie hervorragend. Buß ist wieder am Schlafen, oder was? So, die eine ist mal hin. Jetzt kommt noch die zweite. So. Rumpunkte brauche ich eh. Boah, Vorsicht. Bisschen Abstand halten. Bisschen zurücklaufen. Weil, ja, so geht's auch. Weil das unten dürfte wieder ein Silberrücken sein, glaube ich. Er schaut so hell aus. Und die Wasserträger sind am Schöpfen. Das ist sehr gut. Mir gefällt das auch sehr gut bei den Risenreihen. Aber auch schon bei Gothic. Dass wenn zum Beispiel Wasserträger wieder aktiv sind, dass sie wirklich hin und her laufen. Herüber ohne Kisten, zurück mit Kisten. Also Wasser, Fässer, Kisten, egal. Das ist schön. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir irgendwie da lang. Werden wir gleich mal schauen, bist du ein Silberrücken? Tatsächlich. Ich hoffe, dass Bones uns gleich helfen wird. Sonst da, wenn, ja, werde ich gleich mal kaputt sein. Ja, zeig's ihm. Gut, gut, gut. Au. Bones? Au. Ja, der ist natürlich auf Urlaub, ne, oder was? Bones? Hallo? Bist du bescheuert? Tust du heute auch noch was? Danke. Hau drauf. Ja, endlich mal. So, mal ein bisschen Proviant essen. Au, au, au. Bones? Ja, das war klar. So, dann werden wir laden. Keine Ahnung, wo Bones jetzt hingelaufen ist. Das glaube ich jetzt einmal rundherum. Der Pfosten, echt.
Ja, Bones, du bist mir echt einer. Schau, dass er mit hier runterspringt, ne? Geht er rundherum. Aha. Ja, jetzt hat es geschafft. Wahnsinn. Zack. Oder auch nicht. Ich glaube, er rennt jetzt trotzdem nochmal herum. Oh, obwohl, er ist da. Aber er kämpft nicht. Aha. Alter. Bei uns, du darfst auch. Du musst da nicht stehen und schauen. So, geht ja dahin. Dann kriegen wir das Fell von einem Silberrücken. Danke, Bones. Au. Ja, wir versuchen's. Danke für deine moralische Unterstützung. Mut. So, den letzten Rum weggesoffen. Au. Bones. Hallo. Spinnst du? Ja, der ist wieder am Pennen. Also die NPCs sind da nicht so gut. Das muss man schon sagen. Die sind leider nicht so gut. Jawohl. Alter, was sind jetzt schon wieder? Zwei. Willst du mich schälen? Wo kommen die jetzt her? Ach, gekommen, ey. Dann halt nochmal. Ich will ihn jetzt kaputt machen. Ich hatte nämlich eine Affenstatue gesehen. Wir brauchen Geld. Oh Mann, ey. Bones, was ist los mit dir? Bist du betrunken? Soll ich dir was geben? Das ist halt echt puh. Naja, ich sollte mich vielleicht auch mal heilen. Das könnte ich auch mal versuchen, ne? Wäre vielleicht auch schlau. Das haben sie schon mal geschafft. Wow, ich bin entzückt. So, dann kann ich das mal speichern. So. Sehr gut. Zack. 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 Ja, Bones erkämpft. Wow. Bones hat Bock. Jetzt nimmer. Na doch, jetzt aber. Jetzt schaut's besser aus. So, bisschen noch. Zack. Und zack. Und zack. Sehr gut. Wahnsinn, Bones, du bist supi. Geht ja. So, wenn er Bock hat, dann klappt's ja. Gut. Schatten, Feuer, Blume. Okay. Ja, und eine Affenstatue. Passt. Dann werden wir hier mal schnell speichern. So, und ja. Die drei Feuervögel da unten, die lasse ich, glaube ich, mal. Da unten sehe ich eine Makibeere. Ich hoffe, ich komme da lebend hin. Wow, langsam. Ja. Ja. So, ungefähr. Passt. Ah ja, die darf ich ja gar nicht auslassen. Die sind ja unsere Quest. Hey, lass mir auch noch was übrig. Lauf mal ein Stückchen weg bei uns. Vielleicht können wir... Okay, es ist schon zu spät. Ich dachte, wir können vielleicht einen triggern. Aber dem ist nicht so. Alter, schießen weg. Daneben. Lächerlich. Au. 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 So. Ja, ich muss zurück zu Bones. So, ist besser. Aua. Mann, ey. Das mit dem Anvisieren ist auch ein bisschen schwierig. Wenn zwei nebeneinander stehen, dann, ja. Hat man nicht so sonderlich Freiheiten. Au. Darf ich jetzt wieder mal? Dankeschön, Bones. Ich bin gerade nicht sicher, ob er sich selber geheilt hat oder mich. Kann er sich selber heilen? Normal schon, oder? Au, au, au.
Ist das mal hin? Geht ja. Das war eine Lektion. So, Gott sei Dank. Die haben wahrscheinlich wieder nichts für uns. Und hier müsste ihr müssten irgendwo die Eier sein. Wahrscheinlich hier. Jadestein, Feuervogelei, noch eins. Jadestein und noch ein Ei. Hm. Okay. Feuervogeleier. Ja. Das ist genau das Zeug, von dem Harry gesprochen hat. Ja. Genau das Zeug. Ja, genau. Entschuldigung, bin gerade am Mikro angestoßen. Gut. Dann würde ich sagen, können wir uns wieder zurückborden, ne? So. Ja, bitte. So. Dann quatschen wir vielleicht nochmal kurz mit Harry. So. Dab-dab-dab-dab-dab. Hallo. Falsch. Wer war schnell Harry? Oben. Ich bin jetzt falsch gelaufen. Da oben, das war Harry. Du bist Harry, ne? Ja. Hallo, ich habe die Feuervögeleier. Ich habe hier drei Feuervogeleier. Genau. Du machst wirklich ernst, was? Bring sie rüber zu Buß. Dann werden wir ja sehen, was er damit vorhat. Okay. So, wir speichern mal. Ich vermute mal, der möchte die Eingeborenen damit vergiften. Weil wir haben ja schon gemerkt, der Herr mag die nicht besonders. So, da schnaufen wir wieder mal eine Runde. Servus, du Komischer. Hier ist die Lieferung, die du wolltest. Ah, sehr schön. Her damit. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und mache einen schönen Rum für uns alle. Wenn ich fertig bin, kannst du den Rum an alle im Lager verteilen. Ich werde dafür einige Zeit brauchen, also komm später wieder. Okay. Soll man das vielleicht bekannt geben bei Harry? Dass daraus Rum gebraut werden hätte sollen? Aber das hat er, glaube ich, eh vermutet, ne? Ich würde sagen, dann legen wir uns mal hin, oder? Bis zum nächsten Morgen. Und dann schauen wir mal, ob er schon fertig ist, ne? Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. So. Dann schauen wir mal, ob er schon fertig ist. Na, er braut immer noch, wie es ausschaut. Lass mich mal an die Schnapsbrennerei. Na, gib mir Rum für die Piraten. Gib mir den Rum für die Piraten. Hier, hast du ihn. Ah, wohl doch, passt. Jungs, wir treffen uns am Feuer. Danach kommst du zurück und hilfst mir, den Rest rüberzutragen. Okay. Wer bekommt alles einen Rum? Wer bekommt alles einen Rum? Na, alle hier im Lager. Hauptsache, du bietest Harry, Quinn, Colby, Buddy und diesem Cunningham einen an. Alles klar. Okay. Na dann, alle heißt doch alle. Also, Buddy, hier, bitteschön. Hier, nimm einen Rum. Das ist wirklich eine gute Verwendung von Wasser. Danke. Komm zum Lagerfeuer. Es gibt was zu feiern. Da bin ich dabei. Da bin ich jetzt gespannt, ob er wirklich ihren Tod haben wollte. Hallo? Hier, bitteschön. Hier, trink dir einen. Na also, gibt's noch mehr davon? Komm zum Lagerfeuer. Aber sicher doch. Gut, dann Harry. Hier, bitteschön. Hier, der ist von Boos. Ist es vorbei? Noch nicht wirklich. Komm zum Feuer, dann werden wir das klären. Alles klar. Da bin ich jetzt mal gespannt. Red, bitteschön. Hier, Boos spendiert einen. Nee, lass mal stecken. Boos Rum ist nicht so mein Fall. Na gut, deine Entscheidung. Der ist echt ein komischer Pirat. Vielleicht ist es ja ein Spitzel von den Schatten. Wir kennen sowas ja schon von Mara. Also es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre. Ihr beiden zuerst. Bitteschön. Willst du rumtrinken? Zadek will immer rumtrinken. Her damit. Komm zum Feuer, da gibt's noch mehr. Zadek schon unterwegs. Dann muss ich noch schnell drinnen. Ich glaube, ups, da drin, die waren, der war wichtig, er. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Bitteschön. Hier, dieser Rum geht auf Buß. Danke, aber ich trinke nicht. Der Alkohol verträgt sich nicht gut mit meinen Studien. Gut,
Bleibt mehr für die anderen. Dann Quinn. Lagerfeuer, bitte. Wir treffen uns am Lagerfeuer. Gibt's auch was zu trinken? Hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Sehr gut. So. Dann hätten wir den auch. Da oben ist jetzt, glaube ich, niemand. Nein. Nur ein Bettchen. Mehr ist da nicht. Hier herüben ist normal auch niemand, weil hier schläft ja Buß. So. Dann hält man noch Hopkins. Trinken wir. Auf Bitteschön. Willst du einen rum? Immer doch. Komm zum Lagerfeuer. Es gibt was zu feiern. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das müssten jetzt alle sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach ja, trinken dich habe ich vergessen. Auf Buß. Hi Slim. Der Rum heilt alle Wunden. Okay, der will auch nicht. 7, 8, 2 möchten nicht. Müssten jetzt alle sein. Gut, die Jungs sind versammelt. Gut, die Jungs versammeln sich beim Feuer. Alles klar, feiern wir mit ihnen. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal, ja. Und? Schmeckt der Rum? Was soll das? Warum passiert nichts? Guck dich um. Das sind deine Kameraden, deine Freunde. Sie wollen mit dir trinken. Du hast mich verarscht. Das war kein Gift. Gift? Wieso Gift? Er wollte uns Gift geben? Ihr solltet alle tot sein. Hörst du dir selbst noch zu? Niemand ist dein Feind. Komm zu dir. Nein, das ist nicht wahr. Sie weiß es. Sie hat mir gesagt, ich soll... Sie? Du hast sie doch nicht mehr alle. Wer ist sie? Das verstehst du nicht. Nein. Verrat überall. Du bist an allem schuld. Ich werde euch alle umbringen. So, jetzt reicht's. Ich prügel den fremden Einfluss aus dir raus. Dann komm her. Du bist so gut wie tot. Okay. So, dann müssen wir mal draufhauen, ne? So ein Trottel. Kameradenschwein, ne? Wow. Danke, Buß. Na, das ist der Falsche. Er will immer Wut schlagen, ne? Hä? Wer ballert da jetzt auf wen? Ey, ich glaube, ich habe was versaut. Warte mal kurz. Da ich das jetzt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ein anderes Ziel gewählt hat... Hä? Was ist los mit dem? Okay, der Part ist eh zu Ende. Wartet kurz, ich muss wieder laden. Warum hat er jetzt den einen angegriffen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie weit muss ich denn jetzt bitte wieder spielen? Warte mal. Na, bringt sie nichts. Ist das das Aktuellste? Ach komm. Mach das, du... Wo bin ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Ach, das ist wieder ärgerlichst ohne Ende. Buß. Okay, ich mache das jetzt nochmal bis zum Kampf. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.